Diese Mods sind in Kapitel 3 von Poppy Playtime möglicherweise drin. Es kommt immer näher, bald ist der Teaser-Trailer draußen und wir werden eine Ahnung kriegen, worum es in dem Trailer gehen wird. Also wir werden mehr in die Richtung Poppy Playtime 3 bewegt und wie das Ganze ausschaut, sehen wir uns jetzt an. Viel Spaß, let's go! Was ist passiert? Alter! Boah, ich hatte, glaube ich, gerade einen richtig brutalen Albtraum, Mann. Das hatte irgendwas mit dem Chapter 3 Poppy Playtime-Wesen zu tun. Ja, Leute, moin erstmal, herzlich willkommen zu einer Runde Poppy Play... Digga, was ist das da drüben? Alter, Mann! Hä? Ist das eine... Ist das eine Gasmaske? Was geht denn jetzt ab? Hallo? Wer hat die Gasmaske vergessen? Kann ich damit was machen? Nee, einsammeln geht nicht, Digga. Hallo? Hä? Ich kann mich darauf stellen. Okay, das geht. Kann ich die mit einem... Was? Wow! Ich habe jetzt eine Gasmaske, oder was? Ich sehe nichts. Nichts in meinem Inventar. Hä? Leute? Was ist das denn? Okay, war vielleicht scheinbar kein Traum. Ich öffne mal die Tür. Alles auf entspannt. Na gut, wir gehen mal durch. Ich habe das Gefühl, dass sich in Poppy Playtime etwas ganz Wildes getan... Ja, was ist das denn? Noch eine Gasmaske? Leitet die uns irgendwo hin? Ha? Ich kann sie nicht einsammeln, Leute. Doch. Das ist ja komisch. Wieder nichts im Inventar. Okay. Hier sieht alles aus wie vorher. Ich gehe einfach mal gucken. Hallo? Ha? Habt ihr das gerade gehört? Das war Poppy, oder? Yo! Was geht denn hier ab? Sind das alles Gasmasken? Hä? Leute? Mach den Room frei! Ich kann alle einsammeln! Als ob, Leute! Was? Vielleicht muss ich mich da durchkämpfen. Ich guck mal ganz kurz. Was ist denn hier am Ground, Leute? Was geht denn jetzt ab? Okay, also es wird heute, glaube ich, eine sehr interessante Folge. Aber ich sehe hier jetzt so erstmal nichts. Hier ist eine verborgene Tür hinter. Aber es gibt auch keine Geräusche, wenn wir die einsammeln. Bei den Masken vorher gab es komische Geräusche. Okay, also sind das falsche Gasmasken oder... haben die Gasmasken irgendwas bedeutet? Ich öffne mal die Tür hier hinten. Wir gucken einfach mal. Hallo? Hallo? Geh nicht weiter. Du bist hier falsch. Okay, Leute. Also ich bin hier definitiv falsch. Das glaube ich auch. Dann nehme ich doch... Kann ich diese Gasmaske hier nehmen? Nee, geht nicht. Oh Gott, ich muss mich hier irgendwie hochkämpfen. Komm schon. Jawohl, wir sind raus. Sehr gut. Ich hole mir mal den Schlüssel. Wir gehen einfach noch mal ein Stückchen weiter, weil ich will gucken, ob es das jetzt gewesen ist oder ob wir hier irgendwas Bestimmtes machen müssen. Auf jeden Fall eine ziemlich interessante Folge heute. Gerade auch, weil jetzt der neue Poppy Playtime Chapter 3 Trailer gekommen ist, aber so vom... Digga. Warum ist die Gasmaske... Im Büro von Elliot Ludwig? Ist das nicht der Gründer von Poppy Playtime? Als ob. Wow! Habt ihr das Geräusch gehört? Junge, das war ja übelst laut.
Da ist die Gasmaske im Schacht. Soll das irgendein Hinweis sein, wer der Chapter 3 Boss ist? Okay, hier ist noch eine. Da gab es kein Geräusch. Da auch nicht. Ja, hier ist eine Wand. Gut, ich gehe mal weiter gucken. Ich würde ja gerne mal einen Blick reinwerfen zu Poppy unten, ne? Einfach nur mal, um zu gucken, was geht da, was ist da los. Ich mach mal ganz entspannt. Ich gucke erstmal rein. Poppy? Okay, ich sehe nichts. Nun gut, dann gehen wir mal wieder direkt raus und einfach mal weiter. Komischer Kauz, ne? Weiß auch nicht. Können wir diese Tür mal schnell öffnen? Perfekt. Ja, Poppy ist am Singen. Alles ist normal. Sehr gut. Okay, die Türen sind weg. Warum sind hier die Türen weg? Ich verstehe es nicht. Okay, ich guck mal weiter. Da ist noch eine Gasmaske. Kann man die einsammeln? Kann man nicht. Oh, doch. Hä? War der Schacht nicht vorher zu? Mich da irgendwie hoch? Kann ich das Ding irgendwie hier hochnehmen? Vielleicht kann ich dann in den Schacht reinklettern. Was ist denn da in dem Schacht drin? Mach den Schacht auf! Und jetzt aber hoch damit! Komm schon! Manu! Ach komm! Ja! Ja. So ein Ding ist das nämlich. Ja, Leute. Kann man hier rein? Okay, ich bin jetzt irgendwie hier drin. Ich gehe mal weiter. Hallo? Ja, gut. Ich meine, dann eben nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, da ist irgendwie was Mystisches oder so drin, aber dann machen wir einfach mal die Tür auf. Hallo, Poppy? Was läuft? I'm going to need... Wow! Die Gasmaskenprüfung wartet. Wow! Was ging denn jetzt ab? Okay, Poppy ist auf jeden Fall weg. Ich vermute, Mami Long Legs hat sie direkt mal mitgezogen. Hier ist noch eine Gasmaske in der Ecke. Hallo? Kann ich die jetzt aufsammeln? Verdammt nochmal, was ist denn die Gasmaske so fischig? Gib mir die Maske! Die Gasmaske! Los! Okay, ich hab sie, Leute. Ah ja. Okay. Was ist das hier? Was ist das denn? Seht ihr das? Hier ist ein Kästchen. Warum sind hier so viele Kästchen? Ich soll zu dir kommen? Bist du dir ganz sicher? Ich frag mal Hagi, Alter. Hagi, Brudi, soll ich da wirklich reingehen? Ja, das war ja klar. Er antwortet nie. Was, Bruder? Er wird mich finden. Was? Er wird mich finden, Bro? Ey, ich spring rein! Wow! Wow! Verdammt nochmal! Du schläfst immer noch. Betritt sie. Komm in meine Welt. Leute, was geht denn jetzt ab? Mensch, PJ, dir ging's auch schon mal besser, kann das sein? Alter, ich hatte schon wieder so einen ganz merkwürdigen Traum. Irgendwie der Gasmaskentyp, er sagte, betritt meine Welt. Stell dir das mal vor. Stell es einfach mal vor, ich betrete seine Welt. Wie krass wäre das? Naja, da hinten leuchtet erstmal alles. Alles ganz, Digga, ist das eine Gasmaske? Noch eine? Hallo? Uff! Da war wieder dieses dunkle, kalte Geräusch. Was macht denn eine Gasmaske hier auf der Parkbank, Alter? Sind hier noch irgendwo welche? Nee, also so an sich würde ich jetzt sagen, erstmal nicht. Okay, was ist mit der anderen Seite? Spring einfach, da habe ich was gesehen. Warte mal, auf der anderen Seite war was. Alles klar. Ich halte fest, hier liegt eine Gasmaske auf dem Kinderspielplatz. Okay, Leute?
Also, das ist ja überhaupt nicht komisch. Sonst aber niemand hier. Okay. Okay. Warum zur Hölle? Manche Masken sammeln sich so schlecht ein. Hallo! Jetzt gib mir doch mal die Maske! Okay, ich probier's mal ganz vorsichtig. Ah ja! Da war das Geräusch wieder. Es hat geklappt. Warum auch immer meine Hand manchmal so komisch da irgendwie daneben geht. Bei der Gasmaske ging das gerade. Aber... Finde die restlichen Masken. Und du wirst den Weg kennen. Was für eine restlichen Masken? Was für ein Weg? Wo bin ich denn eigentlich? Keine Ahnung. Leute, ich gehe einfach nach oben. Ich soll restliche Masken finden, okay? Ja, gut. Dann, ich aktiviere einfach mal den Schalter. Ich bin jetzt Hagiwagi. Ich weiß ja nicht, ob ich irgendwelche Superkräfte habe, aber... Warum ist hier eine Maske oben? Ich kann diese verdammten Masken schon wieder nicht einsetzen. Was ist das da für ein Viereck? Seht ihr das? Ich weiß auch nicht, was das manchmal ist. So als hätte ich die falschen Hände? Oder ist das die falsche Maske? Oder? Vielleicht ist das mit Absicht schwierig gemacht. Hallo, gib mir mal die Maske jetzt. Vielleicht kann ich sie so einsammeln? Ja, hat geklappt. Und auch da war wieder dieses Geräusch. Okay, vielleicht muss ich manche Masken auch gar nicht mit der Hand einsammeln. Aber ich kann es mir nicht erklären, warum das so sein sollte. Nun gut, wir gehen mal hier runter in den... Da hinten ist noch eine. Noch eine Maske, Leute. Ich guck mal. Hallo? Vielleicht kann ich sie mir so holen. Verdammt, irgendwie geht das jetzt. Muss ich hier wieder durch den ganzen Tunnel irgendwie? Okay, der Zaun ist weg. Noch eine Maske. Der Zaun ist weg. Auch hier wieder? Ja, ich konnte sie wieder einsammeln. Wir haben jetzt schon 4 Stück. 4 Masken sind auf jeden Fall da. Was ist mit der hier? Hallo? Aber wollt ihr mich eigentlich hops nehmen? Sammel ich die jetzt halt auch ein. Okay. Wir sind jetzt bei Bonzo. Das war wohl irgendwie der Speed-Modus. Es ist wieder Talking Ben? Hä? Welcome to Musical Memory. Moin. Hallo, willkommen zu Musical Memory. Da unten ist noch eine Maske. Ich krieg sie! Hä? Was geht denn jetzt ab? Hä? Was mache ich hier? Warum ist es so? Bist du auserwählt? Der Auserwählte? Wo bin ich, Digga? Hä? Was ist das? Meine Beine! Was zum... Wo bin ich hier? Hallo? PJ? Okay, ja, also Catby, Bonzo, Daisy? Wer bist du? Was machen die alle hier? Warum bin ich Hagiwagi, Mann? Du bist der Auserwählte. Du musst die Prüfung absolvieren. Was für eine Prüfung, Mann? Was mache ich denn hier? Wo sind wir denn eigentlich? Was für eine Prüfung denn? Was denn für eine Prüfung? Okay. Erzähl mir, was für eine Prüfung das ist. Er redet nicht, Leute. Was zum Heck? Was soll diese Gasmaske hier? Wo sind wir denn? Sind wir irgendwo oben? Ich guck mal runter. Nee. Leute, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Aber wir haben einen mysteriösen Secret Spot entdeckt.
Und anscheinend ist der Gasmaskenmann hier, ne? Okay. Kommt da noch irgendwas? Schau hinter dich. Was ist da hinter mir, Mann? Was ist da hinter mir? Sag ehrlich jetzt. Hä? Bonzo? Bonzo, alles klar bei dir? Was bedeutet das? Willkommen zur ersten Prüfung. Herzlich willkommen zur ersten Prüfung. Wenn du diese nicht bestehst, kommt der Gasmaskenmann! Ich mein's ernst! Versuche mein Spiel zu gewinnen, ohne dass du auch nur ein einziges Mal daneben haust oder den falschen Knopf drückst. Ansonsten wird er kommen. Oh, und abonniere Dennos Kanal, sonst komme ich zu dir. Ist doch klar. Wow! Oh Gott! Mein Arm ist weg! Ich bin Huggy Wuggy, Leute! Und ich muss anscheinend zu Bonzos spielen. Und es hieß, dass wir keinen Fehler machen dürfen. Ansonsten passiert irgendetwas ganz anderes, als dass Bonzo uns tötet. Und ich finde, das ist doch schon gruselig genug. Warum ist hier irgendwas im Weg? Moin! Kriege ich hier meine Huggy Wuggy Hand mal her? Wir beeilen uns hier mal besser, damit wir schnell hier durchkommen. Es gibt doch bestimmt irgendwie eine Möglichkeit, das Ganze hier zu beschleunigen. Oder auch nicht. Ja, Leute. Also ich finde es ziemlich krass, was wir momentan für eine Mod halt haben. Ich glaube, dass das vielleicht sogar nicht unsere einzige Prüfung ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da generell noch so auf uns wartet. Und ich bin mir auch für keine Prüfung zu schade, weil ich sage so, Leute, ich bin der größte Schwitzer in Games, wenn ich möchte. Und wir kriegen das schon irgendwie hin. Hashtag Prüfung in die Kommentare, wer das auch so krass findet, was hier momentan so abläuft und gerade diese Gasmaske. Man weiß ja halt auch nicht, was kommt nach diesen Prüfungen, ne? Kommt dann irgendwas noch? Kommt dann vielleicht die Auflösung, wer der Typ ist? Keine Ahnung, wir haben auf jeden Fall in der letzten Folge, falls ihr die noch nicht gesehen habt, checkt die auf jeden Fall mal aus, herausgefunden, dass in Elliots Büro diese Gasmaske halt einfach lag. Und es gibt vielleicht eine Verbindung. Elliot ist ja dieser Poppy Playtime-Chef irgendwie. Was ist das hier immer? Ich kann die Treppen nicht mehr richtig hochlaufen. Liegt das daran, dass ich Huggy bin? Na jedenfalls, weil er ja der Chef ist, könnte das Ganze irgendwie so ein bisschen im Zusammenhang stehen. Ich nehme mal diesen Eimer. Kann ich den Eimer jetzt mal nehmen? Mit. Perfekt. Und stecke ihn da einfach rein. So. Immer noch diese grüne Farbe. Ich weiß, dass die Mods manchmal nicht ganz perfekt sind, aber hier werden jetzt auf jeden Fall die Hände irgendwie so ein bisschen angestrichen. Beeil dich mal. Beeil dich! Ich bin gespannt, ob wir jetzt eine grüne Hand bekommen oder ob wir so eine Huggy-Wuggy-Hand kriegen. Okay, wir haben eine Huggy-Wuggy-Hand. Hä? Was ist das denn? Alles klar. Ist mir auch egal, wir gehen einfach mal durch. Und ich würde sagen, da ist auch schon der Weg für die Prüfung. Kletter doch mal da hoch. Mann, du Dulli. Ganz ehrlich. So, wie sieht's aus hier? Ich komme auch hier nicht hoch. Was ist denn das? So, ich bin drin. Und nu? Hallo? Hallo? Okay, da oben ist nichts. Herzlich willkommen zur Prüfung. Ich werde dir die Regeln erklären. Triffst du daneben, wirst du gefressen. Triffst du den falschen Knopf, wirst du gefressen. Und wenn du somit die Prüfung nicht bestanden hast, kommst du in mein Reich. Okay. Ja? Ich will da aber nicht hin. Oh, Leute, es wird übelst schwer, Mann. Und Bon... Oh, da ist eine Gasmaske. Okay, Leute, ich zoome einfach darüber. Wir haben hier eine Gasmaske. Bonzo kommt runter. Was passiert, wenn er die berührt? Oh, nee, ne? Schleudert er die dann vielleicht durch die Gegend? Vielleicht kriege ich sie auch schon vorher. Bonzo kriege ich dann die Gas... okay, er hat die Gasmaske einfach zur Seite gepackt.
Bonzo. Ist das die Prüfung des Grauens? Vermutlich will er damit sagen, ja, Leute. Oh, nö. Ach, komm schon. Gar kein Bock, bitte. Erzieh dich nach oben. Also, wir dürfen nichts falsch machen. Okay, konzentrieren. Grün. Oh, Leute. Grün, blau. Grün, blau, gelb. Wir dürfen nicht daneben hauen. Grün, blau, gelb, blau. Grün, blau, gelb, blau. Oh, grün, blau, gelb, blau, gelb. Grün, blau, gelb, blau, gelb. Oh, er war richtig nah dran. Okay, wir haben die erste Runde bestanden. Jetzt kommt Runde 2. Blau. Blau, rot. Blau, rot, gelb. Ich muss da mit Confidence ran. Blau, rot, gelb, rot. Blau, rot, gelb, rot. Oh, blau, rot, gelb, rot, gelb. Blau, rot, gelb, rot, gelb. Okay? Blau, rot, gelb, rot, gelb, violett. Blau, rot, gelb, rot, gelb, violett. Ich hab's fast vergessen, Mann. Es war so knapp. Es war so knapp. Rot. Rot, orange. Rot, orange, weiß. Rot, orange, weiß, blau. Rot, orange, weiß, blau. Rot, orange, weiß, blau, weiß. Rot, orange, weiß, blau, weiß. Rot, orange, weiß, blau, weiß, grün. Rot, orange, weiß, blau, weiß, grün. Oh. Okay, Leute, letzte Runde. Wir sind in der Extrem-Challenge. Let's go. Let's go, blau. Blau, J. Blau, J, Herz. Blau, J, Herz, Rot. Blau, J, Herz, Rot. Blau, J, Herz, Rot, Pi. Blau, J, Herz, Rot, Pi. Oh Gott. Blau, J, Herz, Rot, Pi, Herz. Blau, J, Herz, Rot, Pi, Herz! Oh Gott! Ich muss das Ding noch treffen, was hier gleich kommt! Oh nee! Okay, konzentrieren, Leute, konzentrieren. Ich habe nur einen Versuch. Wo ist das Teil? Ja! Da ist sie, Digga! Gemacht haben wir sie! Gemacht haben wir sie! Puh! Hey! Was mach ich hier? Was mach ich hier? Wo ist die Maske? Wo ist die Maske? Hä? Ah, da ist sie! Ich hab sie! Oh mein Gott! Und jetzt? Ah, ich bin runtergefallen. Okay, ich back jetzt ein bisschen im Boden. Ich nehme einfach mal den Traincode und wir schauen, was passiert. Ist die Prüfung schon beendet? Aktuell merke ich hier noch nichts. Leute, ich hab die Prüfung geschafft. Was passiert jetzt? Hä? Hey! Hä? Oh. Wow! Ah! Aua! Oh Gott! Hä? Herzlichen Glückwunsch! Das ist nur nicht so gut für mich! Okay. Ja, was soll das? Bonzo ist weg! Hä? Hast du gerade Bonzo getötet? Glückwunsch zur ersten Prüfung. Dich erwarten noch einige mehr. Schau hinter mich. Okay. Hey, meine Hände sind wieder normal. Okay. Hagiwagi. Oh Gott, was ist denn mit dir passiert? Hagiwagi? Willkommen zur Zeitprüfung.
Diese Dunkelheit. Diese Dunkelheit. Sie wird dich finden. Oh! Oh! Was ist das denn? Herzlich willkommen zur Prüfung der Dunkelheit. Ich habe die Dunkelheit in mir. Hä? Hallo? Was für eine nächste Prüfung? Du wirst heute Aki besuchen. Und in der Dunkelheit dein Glück finden. Nimm die Hand, die vor mir liegt. Und wenn du das nicht schaffst, dann zeige ich dir, was die Hölle bedeutet. Okay. Ich soll die Hand hier nehmen. Wow! Okay. Ist meine Hand jetzt eigentlich orange? Alter, crazy! Es geht los. Wow! Oh Gott! Meine Beine. Aua. Mann, was ist denn das hier immer? Oh, ich komm die Treppe nicht mehr hoch. Hallo? Kann mir mal jemand helfen? Hey! Ich glitsche hier ein bisschen rum, hallo? Okay, hat anscheinend geklappt. Ich muss jetzt mit der orangenen Hand versuchen, die Hagi-Wagi-Challenge zu schaffen. Und ich weiß nicht, was da los war, Leute. Aber ich muss es euch ehrlich mal sagen, es ist wohl so, dass Hagi-Wagi sehr stark mit der Dunkelheit zu kämpfen hat. Es könnte also sein, dass wir extreme Dunkelheit gleich in diesem Spiel erwarten können. Zu Statues geht es auf jeden Fall erstmal nicht rein. Wir müssen straight zu Wacky Wacky und ich habe echt ein bisschen Schiss, ne? Okay. Ich gehe jetzt mal runter. Da hinten ist der Eingang. Leute, ich nehme erstmal noch ein paar Grabpacks mit Hashtag Grabpack in die Kommentare, wenn ihr auch eins wollt. So. Mach mal Grabpack hier auf. Also. Ich habe jetzt hier mehrere Grabpacks und ich würde sagen, ich sag die schon mal alle ein. Ich nehme die einfach mal alle mit. Da kann ich beim nächsten Mal nicht ein paar Grabpacks an euch raushauen. Und ihr könnt einfach Hashtag Grabpack in die Kommentare schreiben. Jetzt aber weiter und wir gucken erstmal, was hier so passiert. Hallo? Willkommen zur Prüfung. Hä? Hey! Was ist denn jetzt los? Digga, wie soll ich das denn schaffen? Hallo? Ich sehe ja nicht mal den Fernseher! Bitte! Ist es heller geworden? Digga, ich sehe gar nichts mehr! Ich sehe nichts! Ich weiß nicht, wo die Löcher sind! Verdammt, Leute! Okay! Ich muss jetzt leider den Greenscreen komplett ausstellen, Leute! Weil... in diesem Fall kann ich nicht mit Greenscreen aufnehmen. Ich muss was sehen und das Licht blendet so stark rein, dass ich nichts mehr erkennen kann. Oh Gott, ich habe nur eine Hand. Mann, ich sehe doch nichts. Okay. Hallo? Meine Hand sieht irgendwie ziemlich rot aus, aber sie ist doch eigentlich voll orange, oder? Ich finde es ziemlich krass, dass wir jetzt eine neue Hand haben. Aber ja, Leute, was soll ich machen? Ich muss in dieser Dunkelheit jetzt einfach arbeiten können! Oh Gott. Ich sehe ja nichts. Ich kann ja nichts sehen. Okay. Hallo? Leute, ich habe keine Ahnung. Da oben war jemand. Ich habe was gesehen. Hallo? Oh Gott. Oh Gott. Ich bin so erledigt, Mann. Ich kann nicht sehen. Oh Gott. Oh Gott.
Ich kann nicht sehen. Hilfe! Oh Gott! Hilfe! Oh oh. Oh, wow, ich hab's geschafft. Gott sei Dank, Leute. Alter, war das krass. Ey, das war, diese Challenge war auf jeden Fall richtig extrem, muss ich ganz ehrlich sagen. Und du hältst mal die Klappe da oben. Das ist doch nicht cool. Gib mir den scheiß Zettel jetzt. Lass mich durch. Mach weg da das Ding. Hallo. So, ich zieh jetzt einfach durch, Leute. Ich weiß nicht, wie wir jetzt zurückkommen, aber es scheint so, als hätten wir die Hagiwagi-Prüfung bestanden. Also wir hätten sie anscheinend geschafft. Irgendwie komme ich da nicht so ganz nach oben, ne? Ich weiß noch nicht, warum. Müssen wir das mit der anderen Hand probieren, oder wie ist es? Also eigentlich, ja, jawohl. Kommen wir doch so hoch. Perfekt. Und wir sind durch. Sehr gut. Hä? Dieses Mal wurde Hagiwagi nicht getötet. Ich höre kein Geräusch. Das ist komisch. Aber eventuell müssten wir gar nicht hier hin. Eventuell. Ich guck kurz, wer das ist. Es sieht aus wie Killy Willy, oder? Ja, es muss Killy Willy sein. Also, kein anderer hat so eine Krallen. Killy, hast du was damit zu tun? Warst du bei Hagi drin, hast du die Dunkelheit gesorgt? Spring durchs Loch. Okay, ich soll durchs Loch springen, alles klar. Meinst du das hier? Meinst du das? Ja. Ich mach's. Ich mach's. Ich spring da jetzt rein. Ich spring da jetzt rein. Du sagst, das ist richtig. Okay. Und oh Gott, meine Füße! Nein! Aua, meine Beine! Oh. Hallo? Oh. Hä? Hä? Was ist das denn hier? Die Dunkelheit. Du hast mich befreit. Wow! Hey, was hat das zu bedeuten? Hey! Hagi ist tot. Oh mein Gott! Hä? Was ist das denn hier auf dem Boden? Ist das Hagi? Leute! Was geht denn jetzt ab? Hey, Gasmaskenmann! Was soll das hier? Meine Hände sind wieder da. Meine Hände sind wieder da. Okay. Alles klar. Und nun? Ha? Was soll ich jetzt machen? Soll ich noch eine Prüfung machen für dich oder was? Gib mir 1000 Prüfungen, ich mach sie alle. Sag mir, was du von mir willst. Das wirst du noch begreifen. Sprich mit PJ. Ich soll mit PJ sprechen. Der Typ ist ein Hund. PJ. PJ? Was, Digga? Schnellster? Prüfung PJ? PJ, Alter, halt mal die Schnauze! Oh, Leute, ich kann ihn bewegen. Hey, PJ! PJ, mein Bester! Soll ich dir mal was zeigen? Na, komm mal her! Ja, na, komm! Ja, na... Hau rein, Bruder! Ich hab grad PJ erledigt. Kann ich die Prüfung überspringen? Tu das nie wieder! Wow! Willkommen zu meiner Prüfung. Heute
Oh! Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Aua! Oh, meine Beine, ich komme nicht mehr raus, Hilfe! Hilfe? Ach, Gott im Himmel, Mann, wie bin ich da oben durch die Decke geflogen? Hallo? PJ? Hä? Wer ist das? Das ist Killy Willy, oder? Ich mach mal das Tor da weg. Killy, was machst du hier? PJ, stell dir eine Zeitaufgabe. Wenn ich diesen Schalter drücke, beginnt deine Prüfung. Vermassel es nicht. Auserwählter. Was für eine Prüfung? Hä? Hallo? Oh, okay. Also wir können jetzt einfach da auf ganz locker durch. Muss immer den Barry holen, das ist natürlich entspannt. Nur, warum, also, was bedeutet das, gegen die Zeit zu rennen? Ich verstehe nicht, was das heißen soll. Okay, wir gehen jetzt hier runter und wir sind jetzt kurz vor PJs Prüfung. Wir haben 3 Versuche, hieß es. 3. Ich weiß nicht für was. Ich weiß nicht für wo. Aber anscheinend würde das sehr unbequem werden für uns. Ich aktiviere mal den Schalter. Gudi. Also, so an sich, ich finde das jetzt erstmal ganz entspannt. Okay, was ist das? Ist das denn wieder eine Hand? Wow! Okay. Ich habe jetzt anscheinend lilane Hände. Sind die für irgendwas gut? Ich habe keine Ahnung. Es könnte sein, dass wir damit PJ vielleicht besiegen können oder sonst irgendwas. Das sind halt seine Farben so, ne? So diese lilanen Hände, das hat irgendwas mit ihm zu tun. Okay. Wir aktivieren den Strom, öffnen das Tor und müssen uns einen guten Plan überlegen, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit haben wir eigentlich. Ah, ich glaube, ich kann da einfach nach oben gehen, oder? War das nicht so? Scheiße. Bin ich da runtergefallen? Lass ihn mal hoch. Perfekt. Und hier einmal. Sehr gut. Die Hand sieht so crazy aus, wenn sie lila ist und so aufgeladen ist, Leute. Okay. Das Tor geht auf. Es ist alles entspannt. Hallo? Hä? Hey! Ich höre nichts mehr! Deine Prüfung beginnt. Du hast eine Minute, den Parcours zu überwinden. Ansonsten stirbst du. Hä? Eine Minute? Hey, wo ist das Licht? Okay, Freunde. Also, ich habe eine Minute Zeit, diesen Parcours zu schaffen. Kann ich mit diesen magischen Händen irgendwas machen? Ich habe keine Ahnung, was die bedeuten. Hör mal auf zu reden, lass mich durch, Mama. Ehrlich jetzt. Ich will... Boah, yo. Das kannst du doch niemals schaffen. Also, ganz im Ernst. Ich muss halt warten, bis die Prüfung beginnt, Leute. Ich weiß halt auch nicht, was passiert, wenn wir diese Prüfung alle bestehen. PJ, sind wir Freunde? PJ, ich hab dich... Die Minute beginnt! Oh Gott! Alles klar, Leute, wir sind absolut am Ass. Ich sag euch, wie es ist. Das ist unmöglich, Digga. Das schafft man gar nicht. Okay. Er bewegt sich noch nicht. 30 Sekunden. Ja, wie soll ich das denn schaffen? Okay. Hä? Alter, hier ist Platz. 20 Sekunden nur noch. Junge, das schaffe ich nicht. Oh, oh. Ich steck fest. Ich steck fest. Nein, der Boden ist gelöscht. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Och, nö. Ah! Ja. Also ich glaube, das Ding wird ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe, bin ich ehrlich. Okay, okay, ich bin woanders gespawnt irgendwie. Hatte ich gerade Glück? Hatte ich Spawn-Luck oder so? Hier sind auf jeden Fall mehr Lichter dieses Mal. Ich weiß nicht, hilft mir da irgendjemand? Gott. Ey, das schaffe ich nie! Der Typ ist weg. Hä?
Okay, Leute, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich bin jetzt hier irgendwie auf diesen Rohren raufgespawnt worden und komme halt nicht mehr raus, ne? Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen, aber es muss ja eine Möglichkeit geben. Eventuell, vielleicht sieht er es nicht, wenn ich hacke. Die Minute ist rum, die Minute ist rum! Leute! Ich bin weiter vorne gespawnt. Ich kann, glaube ich, alle möglichen Hacks benutzen, die ich will, wenn es dunkel ist. Okay, wir müssen jetzt genau gucken. Ich habe nicht viel Zeit. Das ist mein letzter Versuch. Ich gehe weiter nach vorne. Alright. Oh Gott, ich habe noch 30 Sekunden. Der Typ ist schnell unterwegs. In der Dunkelheit kann ich mir hier alles erlauben. Das ist gut. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier. Ja, ich bin durch. Oh, war das knapp, Leute. Yes. Oh. Um Gottes Willen! Meine Hände sind normal. Hä? Okay, Mann, weg hier! Wow, wow! Nein! Nein! Bitte nicht! Oh. Wo bin ich? Wo bin ich? Hallo? Hallo? Wow! Zurück, Auserwählter. Oh! Ah! Mann, PJ! Du hast meine Prüfung geschafft. Das wird nicht gut für mich enden. Hilfe! PJ! Junge, was geht denn bei dir ab? Was soll das denn auch? PJ, hä? Was hast du mit PJ gemacht, du Dreckschwein? Was hast du mit PJ gemacht? Da wieder einer hinter mir? Nein, dieses Mal nicht. Oder hinter dir? Auch nicht. Huh. Mann, das... Die Kuscheltiere sind weg. Was hat das zu bedeuten, Mann? Hey, was ist das denn hier? Wow! Oh Gott! Was passiert hier? Hä? Da sind übel viele Catbys runtergefallen. Hallo? Catby? Ich kann das Ding nicht einsammeln, nicht nehmen. Mann, rede mit mir. Deine letzte Prüfung wartet. Besser gewinnst du diese nicht. Denn du hast nicht viel Zeit. Komm, gib mir diese verdammte Prüfung. Wer gibt sie mir? Wo denn? Hä? Verzieh dich mal hier! Bist du Catby? Ich bin gefallen in meinem Körper. Ich finde den goldenen Raum. Und finde die goldene Hand. Nur so kannst du gewinnen. Hä? Hey, was soll das? Solltest auf mich hören! Dein Schicksal ist besiegelt! Catby! Oh! Ja, Leute, moin erstmal und herzlich willkommen zu der erneuten Prüfung. Es geht um den Gasmaskentypen. Und zwar stellt er uns halt Prüfung. Ich weiß nicht, was danach passiert, denn das soll die letzte sein. Dann ist wohl irgendwas mit dem. Keine Ahnung. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal hier rüberkommen. Ich bin ja da sehr gewieft, Leute, und macht da den auf entspannten Trickser. Es gibt hier irgendwo im Laufe unserer Zeit einen Raum, der golden ist. Und wir müssen ihn finden. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen ihn finden. Das ist das Ding. Und um mehr geht's eigentlich gerade gar nicht.
Jetzt müssen die Bonus hier erstmal rüberkommen. Perfekt. Optimal. Den müssen wir auf jeden Fall haben, um den da später einzusetzen. Wir gehen dann mal wieder hier rüber. Also, die Prüfungen bisher waren alle sehr krass. Einige davon waren auch super anstrengend. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge mit PJ gesehen habt. Aber da war es wirklich sehr, sehr knapp. Und ich glaube auch, also generell waren die Prüfungen alle nicht ganz so einfach. Und jetzt bin ich halt mal froh, dass nichts irgendwie auf Zeit geht oder so. Sondern, dass wir einfach diesen Raum finden müssen. Ich weiß allerdings nicht, was uns da erwartet. Das muss ich natürlich dazu sagen. Und ich weiß auch nicht, wo er ist. That's the problem. Ich kann halt nur so ein bisschen mit unseren Hacking-Tools dafür sorgen, dass wir, so ein bisschen Platz einnehmen. So ein bisschen Zeit sparen. Was habe ich denn da gerade gesagt, Alter? Ich war ja richtig lost. Okay. Gut. Dann machen wir uns mal auf die Socken. Wir werden jetzt hier runtergestoßen. Und wir sind jetzt... Was ist das denn hier für ein Raum? Ah, ich weiß, was das ist. So, wir gehen einfach mal nach vorne und provozieren Mami, Long und... Oh! Alter, die macht mir immer noch Angst. Mama, wo ist der goldene Raum? Sag mal ehrlich. Nein. Wo der goldene Raum was ist? Bist du blöd oder was? Bist du taub? Ja. Gib mir den goldenen Raum. Ich kann auch schreien. Ich gehe nicht weg. Ich gehe nicht weg. Ich gehe nicht weg. Ich gehe nicht weg. Ich mein's ernst. Okay. Aber ich gehe nur, weil ich's will. Ich gehe nur, weil ich will. Nicht, weil du das sagst, okay? Ich habe nichts gecheckt, Leute. Gar nichts. Okay, ich hatte keine Angst. Also offensichtlich hatte ich keine Angst. Ich bin nur gegangen, weil es, glaube ich, ganz gut ist, wenn man geht. Wir müssen jetzt aber erstmal gucken, wie das jetzt hier gleich ist. Ich kann noch nichts sagen. Also ich habe noch keinen Hinweis oder sonst was, ne? Also gar nichts. Okay, gehen wir weiter. Hä? Der goldene Raum ist in dieser Richtung. Okay, ich glaube, ich bin hier richtig. Ich gehe einfach mal weiter. Das hörte sich ja schon mal gar nicht mal so schlecht an. Ich nehme mal die Statue mit. Einfach fürs Feeling. Wir müssen jetzt hier noch Mami Long Legs, glaube ich, gut austricksen. Es kommt auch kein Raum. Also wenn, dann muss der Raum... Vielleicht gibt es hier so einen extra Raum, eine Tür oder so eine versteckte Tür müssen wir uns vielleicht nochmal reinziehen. Aber so an sich, dieses Knacken, ne? Ich kotze ab. So, ich mache einfach mal das Ding hier auf. Das ist eigentlich auch von der Sache her kein Ding. Jetzt wird Mama kommen. Genau. Wissen die jetzt auf jeden Fall. Oh, ey, die ist echt so gruselig, Mann. Die ist so gruselig, Digga. Hör dir das mal an! Hör mal auf zu gähnen! Oh, einfach lieber hier oben chillen. Besser ist. So, die läuft jetzt hier erstmal schön vorbei. Mama, wo ist der goldene Raum? Ich verstecke mich nur, weil ich das nicht will, ne? Also, ich verstecke mich, weil ich das will. Nicht, weil du das von mir erwartest, ne? Wir könnten jetzt natürlich die Tür hier öffnen, links, mit dem ganzen Bums. Aber das machen wir nicht. Ich mache die mal so auf. Ihr seht schon, auf entspannt. Ich kann, glaube ich, diese Liste hier... Nee, kann ich nicht mitnehmen. Aber ist auch kein Problem. Wobei, warte mal. Ist hier irgendwas Goldenes? Ich sehe hier nichts. Okay, wir gehen weiter. So, wir provozieren mal Mami Long Legs jetzt einfach raus. Mama! Oh Gott. Scheiße, ich muss da in den Raum da rein. Ja, dann mache ich doch einmal die Tür hier kaputt. Also das ist doch... absoluter Beschiss. Und hier ist die weg. Genau hier wird sie gelöscht, okay. Durch diese Tür hier durch. Da ist der Schalter. Wenn du diesen Schalter drückst, bist du nicht mehr weit. Ah ja. Let's go! Okay, Leute, wir ziehen durch. Auf ganz locker. Du bleibst mal da richtig cool, ne? Oh, scheiße, Mann. Oh, scheiße, Mann. Ach, die scheiß Tür. Hey, die Kiste! Absoluter Scam. Okay, sie ist hier weg. Wir sind hier aktuell safe. Wir machen jetzt Folgendes, Leute. Ich habe gar keinen Bock, diesen ganzen Weg hier zu gehen. Warten ab. Ich muss hier halt ein bisschen Licht erzeugen. Das geht nur, wenn ich meine... also meine Position immer so teleportiere. Wir gehen hier straight nach oben. Ist hier irgendwo ein Room? Ich habe nichts gesehen bisher. Gut. Wir sind durch.
Ich denke, das passt. Ich drücke jetzt mal den Knopf. Wo soll denn der Room jetzt sein? Ich check's nicht, Mann. Kleine Hände gehören mir. Auserwählter. Hey! Wo sind meine Hände, Mann? Das ist jetzt unfair, Mann. Das ist jetzt absolut unfair. Warum wird's hier auf einmal so dunkel? Ich check's nicht. Was soll das? Na gut, ich muss mal... Alter! Was ist das denn? Was? Hä, hier ist das aber nicht. Aber da... Alter, Leute! Was ist dahinter, Mann? Wir haben den versteckten goldenen Raum gefunden. Ich mach die Tür jetzt auf. Let's go! So, die Tür ist offen. Alter, der ganze Raum ist aus Gold. Goldene Wände, Junge, das sieht so krass aus. Leute, Hashtag Gold in die Kommentare, wenn ihr das genauso krass findet wie ich. Ich weiß noch nicht, was sollen wir jetzt hier drin machen? Kann ich hier durch diesen Gang noch gehen? Soll ich die Tür einfach mal... Ey, was? Hä? Wow! Ich hab... Was ist das denn? Ich hab Goldhände? Können die irgendwas? Was? Habt ihr das gesehen? Ich hab diesen verdammten Tapeten... Ich hab... Was? Ich hab die Tapete Gold gemacht. Als ob das geht! Was sind das für mächtige Hände? Hä? Du kommst nicht durch diese Tür! Die goldene Hand. Wenn er herausfindet, wie man diese mit der Macht verstärkt, dann ist alles, was ich getan habe, vorbei. Er darf es nicht wissen. Er darf es nicht wissen! Oh! 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 Hey! Hey! Was geht ab? Ich hatte schon wieder einen unglaublichen Traum, dass ich goldene Hände habe. Alter, Leute! Was geht? Ich weiß nicht genau, was heute Sache ist, aber... Ich habe geträumt, dass ich der goldenen Hand Macht verleihen muss. Aber wie geht das? Ich glaube, ich frage mal Huggy. Hey, Huggy! Kannst du mir was über die goldenen Hände erzählen? Hä? Was? Die goldenen Hände? Du hast die gefunden? Das ist nicht dein Ernst, Enno! Doch, Alter, no joke! Okay, ich sag dir, was du tun musst. Du gehst damit zu der Handschuhfabrik. Und dann musst du die goldenen Hände dazu benutzen, die Handschuhfabrik golden zu machen. Und dann setzen sie ihre mysteriöse geheime Macht frei, mit der du alle sofort töten kannst. Jeden, sogar PJ. Nein, alles cool, Leute. Ich benutze sie so, wie ich es für richtig halte. Danke dir, Huggy, für die netten Infos. Ich mache mich da mal schnell auf die Socken. Und ich guck mal gerade so... Oh, Leute, Alter, kann ich eigentlich die Dino in Gold machen? Digga, diese goldene Handschuh-Mod, ne? Die hat schon was, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei, gerade habe ich meinen Handschuh eher gerade nicht benutzt. Okay, hier oben geht's auch nicht, aber... Leute, das sieht schon viel cooler aus, finde ich, oder? Also diese... Kann ich diese... Boah, diese Türen in Gold, ne? Sind auch mega nice. Okay, okay. Was ist mit der Tür da hinten? Kann ich die... Ja, ich kann sogar die ganze Tür Gold machen. So. Also die goldene Tür ist schon echt geil. Muss man auch ganz klar sagen. Ja, also ich würde jetzt einfach mal hier links lang gehen. Wir brauchen ja auch nicht unbedingt so viel machen. Lol, ich kann sogar die Steine golden machen. Jetzt geht's, der Boden. Der Boden ist jetzt golden. Okay, gut. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Nur manchmal muss ich den Handschuh gar nicht benutzen. Ja, das Poster ist jetzt auch direkt mal golden. Selbst der Käfi ist gold. Kann ich damit die Maske auch Gold machen? Okay, die Riffel sind weg. Hier nicht. Hallo?
Poppy geht nicht Gold. Okay. Poppy, hör zu. Ich spring direkt hinterher. Aha, ich bin da vorher reingesprungen, obwohl Mami noch längst gar nicht so schnell sein kann. War auch irgendwie alles wieder ein bisschen komisch. Kann ich diese Rutsche Gold machen? Das wäre zu krass. Nee, das geht nicht. Aber selbst das Power-Ding, selbst die Game-Station, diese Tür hier geht nicht. Okay, gut. Ich mache mich mal auf den Weg zu dieser Handschuhfabrik. Wir gucken einfach mal, was das uns bringen wird, wenn wir da hingehen. Ich glaube, wir müssen genau hier auf diese Seite gehen. Dann einmal hier rüber, so. Dann so. Dann so. Aha, jetzt war die Hand wieder kurzzeitig blau. Interesting. Mach den scheiß Strom jetzt an. Mach ihn an! Ich bin mal gespannt. So, die Frage ist jetzt... Aha. Ah ja. Netter Versuch. Kann ich... Kann ich Mama Gold machen? Nee, das geht nicht, Leute. Okay. Also ich habe gar keinen Bock, dass du jetzt mit mir redest. Ich gehe jetzt einfach direkt mal weiter. Interessant ist halt, selbst wenn ich nur einen Schalter berühre oder so. Guck mal hier, der ganze Boden ist jetzt Gold, ne? Wow! Alter Mann! Voll geil! Warum haben wir eigentlich bisher noch nicht den Train Eater gehabt? Der sollte eigentlich schon lange möglich sein, aber irgendwie aus Gründen auch noch nicht. Selbst das Ding ist Gold, ne? Der Zug allerdings nicht. Gut. Ich gehe mal runter zu Bonzo. Wir sind ja jetzt auch in der Nähe von dem Handschuh. Ich glaube, die Bonzo-Prüfung müssen wir gar nicht machen. Wenn sie halt mal hinne machen würde, kann man das Ding hier auch umfärben. Schon geil. Oh. Ah! Ah! Oh Gott! Auserwählter, setze deinen Weg nicht fort. Oder es wird etwas Schreckliches passieren. Muss ich es dir erklären? Muss ich dir zeigen, zu was ich imstande bin? Ich werde es nicht riskieren an deiner Stelle. Auserwählter. Oh! Hey! Ich hatte gerade wieder eine ganz komische Vision, Mann. Was will denn dieser Gasmaskenmann immer bei mir? Der nervt. Ganz ehrlich. Okay, ich hole jetzt erstmal die Hand. Ich soll diese ganze goldene, also diese ganze Handschuhstätte Gold färben. Ich hätte auch bisher gedacht, irgendwas passiert. Aber es scheint irgendwie ein, also die Gasmaske mag das gar nicht, ne? Das muss man mal dazu sagen. Ja, ich kann das ganze Ding Gold machen. Alles. Selbst die verdammten Augen. Okay, Leute, wir müssen das Ding jetzt erstmal so ein bisschen einfärben. Leider geht das Rohr hier irgendwie nicht Gold. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Das hier oben schon. Der Molding Room. Kann man auch diese... Ja! Leute, das sind die goldenen Handschuhe! Ich habe sie Gold gemacht. Aber die Frage ist, welche Charge kriegen wir davon? Ist es die obere? Weil die obere Charge müssten wir eigentlich haben. So, wir brauchen den hier noch in Gold. Das ist gut. Den da oben noch am besten. Ja, das Teil ist auch Gold. Ihn hier nochmal. Die Augen kann man auch Gold machen. Okay, da komme ich nicht so ganz ran. Ich aktiviere das Teil mal jetzt. Ja, jetzt. Die Plattform ist Gold. Vielleicht kann man auch den Farbeimer noch Gold machen. Müssen wir gleich mal gucken. Okay. Wir produzieren jetzt die goldene Superhand. Die rechte? Ich weiß es nicht. Kannst du mal hinmachen? Los. So, das Ding wird jetzt da oben reingesogen. Hier rüber. Und soll jetzt zur goldenen Hand rübergehen. Die goldene Hand. Da ist sie. Oh! Ja, Mann, da sind sie! Okay. Es wurden Abdrücke von der goldenen Hand gemacht. Alright. Ich muss das Ding aus Gold machen, oder? Tatsächlich. Okay. Kann hier mal ein bisschen Licht kommen? Das wäre echt nett. Ich glaube, ich muss den nächsten Schalter drücken. Stimmt. Habe ich wohl vergessen. Da kam jetzt noch grüne Farbe raus. Aber ich glaube, wenn wir die Farbe jetzt umdesignen, so, könnte es eventuell was werden. Ich gehe jetzt mal hier oben einfach hin.
Selbst das Band hier einfach Gold. Ja, die Farbe ist Gold geworden. Ich habe jetzt goldene Farbe, Leute. Ich werde diese goldene Farbe jetzt in dieses Ding reinpacken. Okay, das kann man nicht umändern. Tu es nicht, habe ich gesagt! Du darfst das nicht tun. Ich werde kommen und ich werde dich finden. Boah, was ist das für eine Macht? Ah, wow! Wow! Holy moly! Habt ihr das gesehen? Ich habe einfach die Tür zersmashed. Mit der Hand. Noch eine Tür zersmashed. Okay. Jetzt bin ich überfragt. Habe ich... Also... Okay. Mein Arm ist weg. Ich werde jetzt einfach mal diese Tür zersmashed. Diese Tür zersmashed. Okay, selbst die Animation ist kaputt. Ich muss tatsächlich jetzt erstmal gucken, wie wir das wieder regeln, Leute. Alright. Bonzo will also meine Macht spüren, ja? Er wird mein erstes Versuchskaninchen. Und da oben ist er. Bonzo, mein Bester. Komm mal runter. Na? Er muss durch diese... Ich komme da oben nicht so ganz ran. Kann ich das Ding hier verändern? Derzeit nicht. Ich gehe mal hier oben hin. Okay, ich stehe jetzt tatsächlich hier drauf. Wenn ich jetzt Bonzo angreife... Bonzo! Yo! Ich habe gerade mit meiner linken Hand auf ihn einfach draufgeballert. Okay, chillig. Ich muss schon sagen, wir sind anscheinend OP. Können wir hier... Wir können hier einfach durch, ne? Habt ihr das gesehen? Was sind das für mächtige Hände? Und auch das Teil haben wir rausgenommen ohne Ende. Und wir kommen jetzt hier durch. Ich schwebe. Wow! Hey! Nun. Werden wir beide reden. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht weitergehen. Du hast alle Prüfungen geschafft. Du bist tatsächlich der Auserwählte. Aber mich... Hältst du nicht auf? Was ist das für ein Gas, Mann? Was ist das für ein Gas? Oh Gott! Das war's auf jeden Fall wieder mit einem weiteren Projekt auf diesem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und helft mit, die 50.000 voll zu machen. Dickes Küsschen. Denno out.